Geld, Alter. Das müssen wir mal schluckern. Ja, guck mal, müsst ihr Chef. Sei mal Chef, dann musst du auch nur Katzenfutter essen. Weil darf nicht Dackelfutter sein, weil Dackelfutter. So, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Der Sonntag sollte natürlich bei euch auch mit einem ordentlichen Kaffee beginnen. Ja? Gut. Wir haben heute Folgendes vor, meine Freunde. Es wird sehr technisch und sehr interessant. Wir werden auch über Autos reden. Wir müssen allerdings auch was arbeiten. Stell dir vor, ich muss auch arbeiten. Ja, ist nicht so, dass ich Andi hier nur Kaffee trinke und ein bisschen quakt und drei Videos irgendwie macht im Monat. Wir müssen... Moment. Unsere neue Mühle ist hier richtig Action am Machen. Sehr schön. Tamara! Du bist ja so ein Espresso-Fan. Guck mal, wir haben eine neue Mühle und wir werden jetzt... Probier mal, schmeckt wirklich besser. Ja, schmeckt besser. Super. Komm, wir müssen. Was wir los? Wir müssen auch mal noch kurz. Was denn? Du bist ja eben von mir weggelaufen zweimal. Ganz kurz. Dann morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag, neues Glück, glaube ich. Hoffentlich zumindest. Der Tag fängt aber nicht so gut an, aber wir kriegen das schon irgendwie dahin. Da ich auf die intelligente Idee gekommen bin, so ein Reel zu machen, wie man hier Instandsetzung der Gewinde macht an diesen Brembo-Bremssätteln, haben die uns zugeworfen mit diesen Dingern. Ich glaube, wir haben jetzt die Woche schon irgendwie 8 Stück davon gemacht. Ist auch nicht schlimm, machen wir ja auch gerne. Aber dann ist oftmals die Frage gekommen, darf er das? Und ich würde sagen, ja, weil wir ein zertifizierter Fachbetrieb sind, der sich auskennt mit dem, was er tut und diese Buchsen dafür sogar genormt sind, die wir hier machen. Also es ist ja so, was passiert hier? Wir haben hier Korrosion zwischen Schraube und Aluträger, Halter. Diese Korrosion passiert, weil wir zwei verschiedene Materialien haben, Alu und Stahl. Das bedeutet immer unterschiedliche Spannungen und krasse Korrosion, schnellere. Dann wird das heiß, kalt, Wasser und so weiter. Dann willst du das lösen und dann ist das Gewinde kaputt. Jetzt machen wir hier einen Einsatz rein, der einen größeren Durchmesser im Gewinde hat. Das heißt, ein größerer Durchmesser gleich auch mehr Kraft kann er aushalten. Weil einfach mehr Fläche jetzt in dem Aluminium drin ist. Jetzt könnte man sich natürlich darüber unterhalten, ja, man schwächt aber hier den Halter und so weiter, weil man da durchbohrt. Das ist aber in meinen Augen definitiv zu vernachlässigen. Das bedeutet, ich sehe hier kein Problem, dass wir hier irgendwas machen, was irgendwie nicht funktioniert oder irgendwie kaputt ist oder so. Fällt euch auf, die Bohrmaschine ist wieder an einer anderen Stelle. Oder hier ist kein Laserschweißgerät mehr. Vielleicht haben wir keins mehr. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht auch doch. Vielleicht haben wir zwei neue. Vielleicht haben wir einen neuen Laserraum. Man weiß es nicht. Das bedeutet, wir machen das. Aber ey, jetzt machen wir das Video darüber und dann kriegen wir noch mehr Leute und uns das schicken. Dann hört das ja irgendwie gar nicht mehr auf. Weil, soweit ich weiß, hat jeder Brembo-Bremssattel das Problem. So, einmal ausrichten. Tropfen Schneidöl von uns, so wie Performance Schneidöl. So. Jetzt lassen wir ganz vorsichtig uns selber führen. Sehr schön. Zentriert sich automatisch. Immer wieder schön den Spann brechen. Loch 1 erledigt. Machen wir uns um die zweite Seite direkt. Der Kunde hat sich gewünscht, weil er das Problem kennt. Bitte auch hier die Gewinde, die noch instand sind, auch mit neu machen, weil dann weiß er, dass er in Zukunft da keine Probleme mehr haben wird. Einmal ein Schneidöl bitte, Direktor. Jetzt. Das ist übrigens, damit ihr euch nicht jetzt darüber boxt, was ist das? Es ist das sogenannte Wirt Time Cert Kit. Ja? Kannst du kaufen, kostet irgendwie 400 Euro. Die eine Buchse kostet irgendwie 8 Euro Stück. Ist aus so einem speziellen Material. Das Werkzeug ist auch dabei. Jetzt machen wir hier den Absatz für die Buchse. Denn die Buchse wird so elegant verpresst. Das Schöne ist,
Und die alte Einstellung. Zack. Ein bisschen tiefer. So. Was ein Augenmaß, ne? Schön. Habe noch nie ein Problem gehabt, dass das nicht gehalten hat in der Geschichte hier. Guck mal, hier haben wir richtig geil. Von Garant sind die. Hoffmann-Gödde-Produkt. Hast du sogar Wasserwaage oben drin, damit du gerade machst. Siehst du hier? Kannst du nicht schief machen. Wenn du schief bist, siehst du es in der Waage. Hm. Ist gar nicht so schlecht, das Produkt. So. Müssen wir aber einmal gerade hier festpratzen. Sonst rutscht uns das hier hin und her. Was für Pratzen? So wird's schneller. So. Hier verwenden wir natürlich auch wieder schön unser Subi Performance Schneidöl. Und jetzt cool, ne? Jetzt kannst du, guck mal, wenn ich jetzt schief ansetzen würde, würde mir der Kollege direkt sagen. So, also wenn ich so ansetzen würde. Jetzt machen wir schön Mitte. Führt sich natürlich auch relativ gut selber. Merkst du es sofort. Geil. Immer wieder auch hier, wie beim Bohren, den Span brechen. Tropfen Schneidöl dran. Sind wir schon durch. Warum machst du das eigentlich? Ist das Chefsache? Chefsache, genau. Gewinde einsetzen ist Chefsache. Ja, warum mach ich das? Keine Ahnung. Weil die anderen Jungs. Guck. Der muss sowieso da machen. Hat keine Zeit für sowas. Sieht das so aus, als wenn die irgendwie zwischenzeitlich Zeit hätten, um irgendwie sozusagen, ich tue mal ein paar Brembo rein. Du müsstest eigentlich können, weißt du? Ingo muss lasern und telefonieren und Teile organisieren. Die Jungs sind alle am Zusammenschrauben von Motoren. CNC-Dieter muss CNC bedienen. Bleibt eigentlich nur noch du. Hm. Oder vielleicht Tamara beibringen, ist ja nicht so allzu schwer, oder? Nein, deswegen so Kleinigkeiten, die eigentlich so zwischen Tür und Angel machen kann und so, die versuche ich dann immer selber zu machen, auch für Schnelle, um die Jungs zu entlasten, weil ich weiß, das ist erledigt, ciao, weißt du? Das ist eigentlich auch immer mein Ziel, immer ein mitarbeitender Chef zu sein. Ich habe keinen Bock, immer nur im Büro zu sitzen. Das ist eigentlich auch, was ich mir wünschen würde, dass es grundsätzlich ist, dass der Betriebsleiter oder der hier alles managt und macht, dass der im Prinzip, egal was ist, auch immer einspringen könnte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, der müsste eigentlich Plan haben. So. Jetzt Akku Borchik und wichtige Sache. Dieses Teil ist nicht rund. Dieses Teil ist quasi viereckig leicht. Und du siehst, ich kann das nur bis dahin eindrehen und dann willst du die Buchse einpressen. Denn das ist eine luftdichte Verbindung. Hier gibt's, siehst du das sogar hier, ne? So, wenn man das dann hier einsetzt, dann macht das so krr. Drückt das eben das Gewinde in das neu geschnittene Gewinde. So, und ich mache es sogar auch immer noch so, dass ich dieses Todesloctite hier drauf mache, aber nur auf die Außenkante der Buchse, logischerweise. Dann mache ich hier einen schicken Tropfen von unserem Gleitmittel drauf, Schneidöl, damit das auch ordentlich da reingeht. Das machen wir so.
Siehst du gleich, wie die Buchse sich da reinzieht. So. Denn wir haben hier unten so eine Wulst am Ende der Buchse. Hier siehst du, die geht eng zusammen und die erweitest du auf. Also die Buchse geht quasi hier enger zusammen. Wenn du dann jetzt mit diesem Werkzeug reingehst, weitest du die dann noch aus. Wir haben jetzt keinen Überstand der Buchsen. Das ist auch sehr gut. Und somit ist es ready. Projekt Nummer 1 abgeschlossen. Und was machen wir jetzt? Wir müssen Ventilsitze schneiden. An dem BMW. Damit ich mit dir aushalte. So, Zylinderkopf. Alex. Alex, komm, wir tun mal den Leuten ganz kurz erzählen, wo unser Problem ist, was wir machen. Oder was du machst. Ganz kurz. Nur damit du so wisst, so, was für Probleme tagtäglich. Kurva. Ganz, ganz schnell. Alle gehen mir den ganzen Tag auf Sack heute. Ja, ganz schnell. Also, EG33 Subaru, 6-Zylinder-Boxer, High-End, der in so einen VW-Bus reinkommt, ne? Ja. Das ist die Ölwanne. Die kann nicht so tief bauen. Die hat der Kunde sich selber... Ja, hatte schon mal eine Originale. Ja, ist egal. Wir haben auch noch Originale zu Beispiel. Ist egal, die Originale ist voll tief. Die hat genauso viel Volumen, glaube ich, und ist aber flacher von der Bauweise. Das sorgt dafür, dass der Pickup ganze 5 cm zu hoch ist. Warte. Genau. Ich habe schon ausgeboostet. Oh, ist heiß. So, das ist halt der ursprüngliche Pickup, so hier. Den brauchst du nicht mehr. Ja, aber ich will doch nur zeigen, wie das ist normalerweise so hoch. Und wir müssen jetzt hier, wir müssen 5 cm wegbekommen. Wir müssen hier 2,5 cm kürzen oder so, hier 3 cm kürzen und dann noch die Beinchen kürzen, damit das wieder auf Funktion ist. Das ist so, könnt ihr mal eben. So, da ist der Alex mit hintun, er ist damit 2 Stunden beschäftigt, bis das gut funktioniert. Und dass es vernünftig aussieht. Wir sollen es mal eben machen. Da müssen wir das Ding laserschweißen. Das Ding muss auch dicht sein, weil wenn das Ding nicht dicht ist, ist das ein Problem, weil dann ziehst du Luft an. Oh, Björn. Willst du jetzt hier einen Turbolader noch einbauen nach dem Kompressor oder was? So. Ventilsitze müssen geschnitten werden. Hier kurzer an für euch. Wir haben, hier sieht man das, gelasert. Wir haben an den beiden Zylindern gelasert. Das haben wir nicht wir geschweißt. Das ist grottig geschweißt von irgendeiner anderen Firma. Beziehungsweise irgendwer anders, also es ist nicht normal, es sieht nach gelötet fast aus, nicht lasergeschweißt. Wir sollten aber uns nur um die Sitze kümmern. Alte Sitze raus, Riss weg, zugelasert, neue Sitze rein. Das habe ich leider nur, ich glaube, auf der Instagram-Story für euch. Könnt ihr mich verlinken hier, folgt uns alle auf Instagram. Da gibt es auch noch diversen anderen Content, von Dackeln besonders. Und jetzt müssen wir natürlich in diese Ventilsitzringe wieder den Ventilsitzwinkel reinschneiden. Das machen wir hier auf der Maschine. Da haben wir hier so ein Messer. Das sieht man hier. Hier gibt es in diesem Messer sind 3 Winkel. Korrekturwinkel, Sitzwinkel. Der letzte Korrekturwinkel eben. Ich glaube, ist irgendwie 60, 45, 30 Grad. Ja, und den werden wir da reinzimmern. Aber auch eben auf dem korrekten, den können wir ja nicht so Pi mal Auge da reinzimmern, sondern der muss ja in den perfekten Durchmesser gezimmert werden, damit das Ventil auf die richtige Höhe kommt. Erkläre ich euch gleich. Heute ist Freitag. Das ist ein positiver Tag. Morgen wird übrigens alle arbeiten morgen, okay? Wunderbar. So, sehr gerne. Andi? Ja? Ist das Ding jetzt falsch rum? Oh, stimmt, hast recht. Nee, Spaß. Der Motor, der Kopf ist ein bisschen blöd zu spannen. Du siehst, ich spanne hiermit und damit ziehe ich das hier so mit dem Imbus runter. Mache ich auch ganz filigran, ne? Und jetzt kann ich hier lösen. Das gleiche auf dieser Seite. Und jetzt wie von Zauberhand. Tada! Geil, oder? Ja, und jetzt kann ich, machen wir mal wieder fest, damit, wenn ich hier löse und das gleich auf der anderen Seite,
kann ich das hier alles ein bisschen mehr nach vorne verschieben. Das ist, glaube ich, nicht besser für den Fall hier. Alles fängt mit einem Ventil an und diesem unwirklich unspektakulären Indicator. Wir spannen das Ventil ein und nehmen die Nadel und stellen die Nadel exakt auf dem Ende des Ventilsitzes ein. Ich kann das hier lösen und dann so ein bisschen ausrichten. Ne? Du siehst hier, die Nadel zeigt jetzt exakt auf dem unteren Teil des Ventilsitzes und das ist auch der Bereich, wo der Ventil am Ende sitzen soll. Jetzt haben wir zwei verschiedene Eigenschaften. Deswegen ist es auch so, bei Ventilsitz und Zylinderkopfbearbeitung musst du zwei Komponenten zusammenpacken. Du musst die Ahnung in der Zerspannung haben und du brauchst die Ahnung in der Motorentechnik bzw. Zylinderkopftechnik. Du musst wissen, auf was hier muss geachtet werden. Wie muss der Durchmesser vom Ventil im Vergleich zum Grunddurchmesser sein? Wie sollte der Sitz gestaltet sein, um es so gut wie möglich zu haben? Ein einfacher Grundsatz ist folgendes. Das Auslassventil hat grundsätzlich einen bisschen breiteren Ventilsitz, wo das Ventil vollflächig am Sitz sitzt, wie das Einlassventil. Aus welchen Gründen? Weil das Auslassventil wird heißer, da die Abgasstrom oder der Frischluft nicht das Ventil kühlt und der Abgasstrom ja permanent dann daran vorbei fließt, muss die Temperatur besser abgegeben werden. Die Temperatur tut ein Ventil überwiegend über die Führung sowie über den Sitz abgeben. Wenn wir eine breitere Ventilsitzfläche haben, können wir mehr Temperatur abgeben. Würden wir, also zum Beispiel, das Einlassventil kriegt eine Sitzbreite von 1 mm und das Auslassventil kriegt eine Breite von 1,3 mm. Diese 3/10 sind dann halt mehr Ventilsitz und mehr Temperaturabgabe. Sowas muss man halt alles wissen. Du kannst nicht random irgendwelche Sitze da reinschneiden, weißt du? Damit es gut wird. Natürlich, warum sage ich nicht, ist doch gut, dann mache ich das einlassmäßig genauso, ne? Weil du willst ja, dass der Federdruck, der dafür sorgt, dass das Ventil in den Sitz gezogen wird, soll möglichst gut abdichten. Das tut es, wenn die Kontaktfläche möglichst gering ist. Weil mehr Druck, weniger Fläche, höherer Druck. Also Federdruck drückt auf weniger Fläche. Diese weniger Fläche sorgt für einen höheren Pressdruck, Anpressdruck auf diesem Bereich. Verstehst du? So, genug gelabert. Wir gehen jetzt praktisch weiter. Das ist unser Indicator, der ja genau jetzt auf das Ventil eingestellt ist. Hier haben wir die Ventilführungspiloten in 5,98 mm. Das hatte ich so ermittelt. Der passt hier sehr perfekt saugend rein. Das ist ein Hartmetall, Vollhartmetallstück. Und dann macht man Folgendes. Man steckt das jetzt hier so rückwärts rein. Dann nehme ich... Wichtig, das ist jetzt gerade unser Gold. Wir dürfen das nicht irgendwie blöd fallen lassen oder schlecht behandeln, weil sonst wird das hier alles nichts. Dann packen wir das hier so rein. Und dann siehst du hier, dass die Nadel genau auf den Ventilsitzwinkel zeigt, wo es dichten soll. Siehst du es? Jetzt. Pilotos rein. Unsere Führung. Alles Ventil kommt ja auch da unten in die Führung rein, ist quasi... Das ist der Center. Also wenn hier das Ventil so reinkommt, muss ich ja dafür sorgen, dass sich jetzt genau genommen alles nach der Führung richtet. Jetzt haben wir hier das Messer, was ich eingestellt habe. Und siehst, passt ja gar nicht. Ne? Ich mache mal gerade hier die Powerbude an. Bevor ich allerdings jetzt schneiden kann, muss ich Folgendes machen. Du siehst, hier habe ich eine Winkelanzeige, Level. Ja? Das ist der Angelsensor. Der Winkelsensor hier, ja? Den kann ich hier runternehmen. Und du siehst, wenn ich den jetzt drehe, so, verändert sich das. Oder ich drehe den so, verändert sich auch, ja? Jetzt packe ich den hier drauf. Und, boah krass, ich habe es nach dem Auge eingestellt. Das passt schon mal, ne? Fast. Das stelle ich gleich noch ein. Das ist quasi der Winkel, wie der Pilot jetzt gerade oder nicht gerade hier drin steht. Also die Bude sagt 10 Grad daneben, das kann auch ruhig sein. Nee, doch nicht. Ich hatte das blöd berührt. Ah, warte. So, jetzt ist es besser. So, siehst du, so ist gerade. Das heißt, der Pilot steht absolut gerade so hier drin. Jetzt drehe ich es aber
Und dann ermittle ich ja automatisch diesen Winkel. Und du siehst 1,35 Grad daneben. Da habe ich dann hier so eine Vorrichtung. Lösen. Lösen. Und dann kann ich hier an dieser Einstellung drehen. Und jetzt drehe ich hier dran. Und dann siehst du gleich, passiert hier was. Ich muss auf 0 kommen. Und dann sind wir absolut fluchtend. Perfekt. Festmachen. Oh. So. So, also den Winkel haben wir. Jetzt könntest du eine berechtigte Frage stellen. Aus welchem Grund, wie kriege ich das denn jetzt hin, wenn es so schief ist? Zum Beispiel jetzt haben wir das perfekte Beispiel. Naja, es ist 0 Grad, aber Beispiel, es wäre jetzt hier 0, wenn ich jetzt hier so ein bisschen andrücke, guck mal, 0,1 Grad. Ne? Dann muss ich Folgendes machen. Ich kann dann hier wieder drauf gehen. Du siehst, hier ist gerade. Dann kann ich diesen Hebel lösen und kann mit Hilfe von diesem Rad das Ding einstellen, auch in minus 0,1 Grad. Weil du siehst, stell dich mal mehr davor. Ich drehe jetzt mal hier dran, was passiert? Siehst du, wir kriegen eine Neigung hin. Ja? Und somit können wir die Spindel in der Flucht zum Zylinderkopf setzen. Das ist auch eine Maschine, ich sag's dir, das ist eine Diva. Die musst du ganz genau wissen, wie die Hohnmaschine. Das ist nicht so, dass die, weißt du, der Hermle, sagst du, Lochfräsen 0,1234 mm. Mach die. Start 0,134 mm. Hier ist so, ah ja, warte, gerattert, bisschen vorsichtiger, nee, bisschen weniger Vordruck und ein bisschen hat die mal einen schlechten Tag, dann lässt du sie lieber in Ruhe. Das ist so eine Diva. So. Hier, ach ja, genau, habe ich nicht erklärt. Das hier oben läuft auf dem Luftkissen. Wenn ich hier unten drauf drücke auf dieses Pedal, wird dieses Luftkissen angefasst und ich kann es hier bewegen, wie ich will. Jetzt gehe ich vom Pedal und es ist bombenfest, weißt du? So, jetzt fahre ich hier erstmal so rein. Das ist hier jetzt alles noch so ein bisschen lose gelagert, wie du siehst. Jetzt fahre ich in den Piloten rein, lasse das Ding kurz beruhigen. Mache hier mal die Klammer runter und drücke noch mal drauf, prüfe, alles klar, 0,03 Grad, passt die Drehzahl was an, das ist mir ein bisschen zu schnell. Hallo Björn. Und was denn? Achso, okay. Ja, mach ruhig, ist egal. So. Wollte euch ja nicht stören. Nee, ist gut. Und jetzt fangen wir hier an zu spindeln, ganz leicht. Ich habe das hier per Hand mit dem ganz normalen Vordruck, Vorschub. Und jetzt siehst du, der erste Sitzwinkel schneidet man da rein. Und ich erzähle euch gleich die Tücken, die ich an dieser Maschine kennengelernt habe über die Jahre, die ihr bei mir for free bekommt, ja, die ich selber erlitten habe, auf was man hier so achten muss. So, da du siehst, dass die Ventilsitze ein paar Millimeter zu hoch ist, müssen wir die erstmal auf Höhe schneiden, siehst du? Das habe ich eben gecheckt, das habe ich verplant. Und ich habe auch auf Höhe geschrieben, dann habe ich hier so eine Anzeige und du siehst, das fährt jetzt runter bis auf 0, dann sind die alle auf der gleichen Höhe. Das ist eigentlich eine feine Sache. Ich kann das auch hier an diesem Feinverstellungsrad machen. Kann ich machen, wie ich will. So, jetzt haben wir im ersten Schritt die Kollegen erstmal auf Höhe gefräst. Ne? Wir sind jetzt alle jetzt auf der gleichen Höhe. Jetzt. Oh. Kommt der Kollege hier raus. Und ich weiß nicht, wie du das schneidest. Ob ihr gesehen habt, dass ich das eben falsch gemacht habe. Kannst du von mir aus zeigen, ist mir egal. Passiert. Jetzt kommt das Messer hier rein, mit dem ich den Sitzwinkel mache wieder. Die Einstellung der Breite mache ich übrigens über diese Schraube mit dem Gewinde. Trotzdem müssen wir das jetzt, können wir uns jetzt nicht darauf verlassen, wir müssen das wieder nachkontrollieren. Und hier mit dieser Maschine gibt es dann gleich auch noch so zwei, drei Sachen zu beachten, dass man das halbwegs gut hinbekommt. Weil es gibt, ganz ehrlich,
Das passt jetzt da nicht so da, zu mir und zu Subi Performance. Es gibt mittlerweile bessere Maschinen dafür. Zum Beispiel so eine Maschine, wie ich euch vorgestellt habe bei NG Motorsport, weißt du? Aber ich habe keine Lust, 200.000 Euro für eine Ventilsitzfressmaschine zu bezahlen. Diese kostet so, keine Ahnung, mit Zubehör 15 bis 20. Zahlen interessiert euch immer, ne? Super, ne? Soll ich euch mehr erzählen? Mein Kontostand oder so? Ja. Willst du nicht wissen. So. Und wichtig ist jetzt nicht zu viel Druck aufzubauen, weil sonst in quasi Druck da reinkommt und sich verbiegt und dann das Messer, nehmen wir mal an, wir nehmen dieses Messer als Beispiel, das ist hier so drin und das drückt sich dann quasi nach oben und dann passt der Ventilwinkel nicht. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich jetzt einmal den normalen, diese drei Konturen schneide, aber da relativ viel Fläche im Eingriff ist, die geschnitten wird, ist relativ viel Druck drauf und korrigiere das gleich einmal mit einem ganz feinen 45-Grad-Winkel. Ein Messer, was nur den 45-Grad-Winkel hat für den Sitz, weißt du? Jetzt nulle ich mir das mal als Referenz. So. Jetzt siehst du hier, obwohl die Kamera sieht das ja hier, wir haben jetzt hier die drei Winkel eingefräst. Ich muss hier gleich nochmal oben leicht drüber gehen, das ist aber kein Problem. Und jetzt muss man nämlich Folgendes machen. Testen wir nämlich erstmal. Ventilsitzhöhe gucken, ob wir halbwegs passen. Pack's mal hier so das Ventil hier rein, hier auf der Seite mal rein. Viel ist die wirklich nach Auge und Gefühl, man kann das natürlich auch alles messen, aber mein Finger sagt mir sofort, das Ventil sitzt noch deutlich höher wie hier, um mal gute 3, 4, 5 Zehntel, deswegen schneiden wir noch ein bisschen nach. Wenn wir die Höhe dann einmal ermittelt haben, können wir das nullen und können die alle auf diese Höhe bringen, weißt du? Was man natürlich auch gut machen kann, zeige ich euch gleich, machen wir erstmal so. Wir haben jetzt 3 Zehntel nachgesetzt. Genau, wir müssen noch ein bisschen tiefer, aber nicht mehr viel. Und jetzt zeige ich euch, wie man es auch gut ermitteln kann. Guck mal, jetzt gehen wir zum Beispiel hier auf den Punkt vom Ventil seitlich einfach. Und dann sage ich einfach Zero. Fahre ich hier rüber. Gehe an den gleichen Punkt in etwa. Und stelle fest, guck, wir haben jetzt 0,14 mm Differenz. Ich bin jetzt einfach mit dem Messer da drauf gefahren, weißt du? Reproduzierbarkeit ist vorhanden, weil wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, so bin ich wieder bei Null. Ja. Das ist so eine Sache mit dem Ventilsitz schneiden, das sage ich auch den Jungs immer, das kannst du nicht so zwischen Tür und Angel lernen. Was noch sehr unangenehm ist, kannst du eigentlich keinem erzählen. So ein Ventilsitz, ne? Messer, so ein Drei-Winkel-Messer. Dafür nehmen die uns so 35 bis 50 Euro pro Messer. Und die Materialien, aus denen so ein Ventilsitz gefertigt ist, so ein gesintertes Metall, ultra hart, hoher Verschleiß von den Messern. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die bei AliExpress gestellt, weil ich wollte es einfach wissen. Soll ich sagen, die kosten 5 Euro statt 35 Euro. Und ich kann einfach immer wieder jedes Mal ein neues nehmen und das funktioniert sehr gut. Kannst du euch keinem erzählen, aber wir verwenden hier Messer von AliExpress. Hier,
die Dinger. Und die funktionieren. Und sonst habe ich immer sehr sparsam mit dem Messer umgegangen. Jetzt kriegt einfach jeder Kopf ein neues Messer. Ciao. Und dann Müll. Aber funktioniert. Weil wenn du mit zu stumpfen Messern arbeitest, dann passiert genau das, was ich gesagt habe. Der Sitz, den du da reinschneidest, du drückst zu feste, weil Messer stumpf ist. Und dann, dann passt der Sitzwinkel nicht mehr. So, jetzt machen wir die andere Seite. Ist jetzt nicht mehr so kompliziert, weil wir wissen ja, wo unsere Null ist, wo wir hin müssen, weißt du? Ja, aber dann kommt nachher noch die ganze Einschleiferei, oder? Nee, nee. Wenn ich das jetzt hier gut mache, dann ist das dreckig. Wenn ich es scheiße mache, dann muss ich das korrigieren, indem ich schleife den Sitz, weißt du? Aber wenn ich echt gut mache, Messer sauber sind, alles gut ist, Ventile gut sind, dann ist sofort dicht. Wir müssen gerade Buchsen in einen. Was für ein Motor war das, Pierre? 100K, 20? Die beiden, die hier lagen, die mussten auch zuerst, ne? Ja. Haben die ein bisschen. Die Datensleeves sind wieder ungenau, ne? Die waren jetzt relativ gut, habe ich gehört. Die hatten nur 200stel Unterschied. Nur 200stel. Ja, ich weiß. Das sind wir gewohnt von denen. Honda haben wir schon ganz oft gebuchst, Freunde. Die Honda-Buchsen sind hier eigentlich mit so Gummiringern drin, aber ich verklebe die immer noch mal zusätzlich. Der Vorteil ist halt, dass diese Buchsen nicht reinfallen werden, weißt du? Den ersten auf jeden Fall quasi so gerade geführt. Okay. Zeig mal. Ihr seht, die stehen jetzt hier perfekt zueinander alle. Wir haben auch alle einen Überstand, aber wir müssen die immer unter Druck auch wieder abkühlen lassen. Wichtig ist, dass beim Buchsen die schön gerade zueinander sind und dass die halbwegs nicht verkantet reingehen. Ne? Aber durch den Kleber kannst du nicht irgendwie groß warten und sagen, ja, dann klopfe ich den mal eben zurück. Das muss dann rein, weißt du, das muss schnell gehen. Schön, gut, hat gut geklappt. Also Folgendes habe ich gemacht, während ihr, weiß ich nicht, gemacht habt. Ich habe erst, habt ihr gesehen, die drei Konturen geschnitten, mit dem einen Messer. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, mir gefällt der 45-Grad-Winkel nicht, weil ich zu viel Energie aufbringen musste, Kraft, und sich das bisschen verschoben hat. Deswegen habe ich den 45-Grad-Winkel, kriegst du drauf? Ja. Was? Mhm. Habe ich das 45-Grad-Winkelmesser einzeln genommen. Das ist nur ein Winkel. Und dann habe einmal, guck mal, hier den Winkel einmal nachgesetzt. Verstehst du? Einmal nur so angefurzt. Das ist das 100%, weil wenn du nur den einen Winkel berührst, dann hast du wenig Krafteintrag und es ist präzise. Und das Gleiche habe ich gerade oben für die Kante gemacht, weil hier siehst du das. Guck mal, hier ist der Absatz, weil der Korrekturwinkel zu klein war. Der stört mich hier. Siehst du das hier? Ja, der dunkle Ring quasi. Ja, das hier außen. Ne? Ja. Und hier habe ich das dann mit diesem Korrekturwinkel korrigiert. Und das mache ich jetzt gerade noch in den anderen zwei. Ist wichtig, denn diese ganze Luftströmung, das Ventil soll ja da rein, raus, das soll ja sauber strömen. Da sollen keine Abrisskanten etc. sein. Das ist das, was ich sage. Man muss hier nicht nur Ahnung über Zerspannung haben, sondern man sollte sich auch irgendwie mit Verbrennungstechnik von Motoren ein bisschen auskennen. Ein bisschen viel. So. Deswegen ist das so ein Job, wo ich nicht so jeden unbedingt direkt dran setzen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sauber man mit dem Auge arbeiten kann. Präzise, Mann. Okay. Schön. Sehr, sehr schöne Ventilsitze. Jetzt können wir mal prüfen, ob die Geschichte auch dicht ist, die wir hier gemacht haben. Ohne nachzuschleifen. Diese Motore, weil der hat hier diese Sekundärluft, nicht Sekundärlufteinblase, sondern doch Abgasrückführung oder Sekundärluft. Nee, ist Abgasrückführung. Müssen wir nur komplett überall verschließen. Weißt du, wie ich meine? Wo ist denn dieser Kanal? Doch, ich kann das. Ich weiß, was ich mache. Ich mache einfach hier Knete rein. Ich hole gerade Knete. Wuchtknete. Hier sind, siehst du, diese Löcher für Abgasrückführung drin. Deswegen muss ich die erstmal mit Knete verschließen, damit wir den Drucktest machen können. Packen wir einmal, hört schon mal gut an, die Ventile in die Zylinder. Jetzt seht ihr hier. Boom, so komplett Unterdruck vorhanden, passt also.
Und ja, was wir jetzt noch machen könnten, ist nur, um uns mal zu vergewissern, ob das auch mit dem Sitz und so weiter gut geklappt hat, einfach mal was Ventil-Einschleifpaste nehmen, auf das Ventil packen. Das mache ich dann meistens immer nur bei einem oder zwei Ventilen. So, und durch die Mattierung an der Stelle, durch die Schleifpaste, siehst du sofort, quasi schön, hier hat hier vollflächig über den Sitz getragen. Hier siehst du das ebenfalls, noch die Reste, genau wo der Ventilsitzwinkel ist, ist quasi getragen worden. Sauber, durchgängig. Das heißt, das wird, ist halt zu 110% dicht und die Ventile tragen auch auf der richtigen Höhe. So, jetzt müssen wir noch Gewinde von der Zündkerze gerade nachschneiden. Das geht aber schnell. Und dann sind wir soweit durch. Planen müssen wir, glaube ich, nicht. Macht der Kunde irgendwie selber. Also einmal M12 mal 1,25. Das ist nämlich die Steigung hier von dem Gewinde. So, das Gute ist, weißt du, wir haben unten gelasert. Das heißt, filmen wir von hier oben. Wir haben hier unten gelasert, oben nicht. Das heißt, wir können das Gewinde jetzt ganz vorsichtig ansetzen, den Gewindeschneider. Dann sind wir auf jeden Fall in der richtigen Flucht. Machen wir von hier einen Tropfen Öl rein. Wir müssen aufpassen, weil das Geflaserte ist hart, also härter wie der Rest vom Aluminium. So, da kommt er. Jetzt gehe ich immer schön hin und her. Perfekt. Zurück. Ist kein Hexenwerk. Das Einzige, was du brauchst, ist halt Punkt 1 sein so ein Gewindeschneider. Im Ziffer 1,25 ist jetzt auch nicht so Standard. Und dann brauchst du eine Verlängerung für Gewindeschneider. Weißt du, mit Bajonett oder irgendwie Klemmverschluss machst du auf. Cool, ne? Andere Seite das Gleiche. Mhm. Sehr gut. Jetzt wollte der Kunde, glaube ich, noch, dass wir die Ventilschaftdichtung rausmachen. Weiß zwar nicht warum, selber will er die reinmachen, aber rausmachen sollen wir sie. Nichts Besonderes. Normale Zange. Fertig. Hat schon ein paar Ventilschaftdichtungen hinter sich. So, das war die letzte. So, jetzt müssen wir es noch schnell waschen. Joey! Hör mal auf jetzt! Mach die Tür auf! Grazie! So, da das nicht so oft vorkommt und wir alle Modelle hier zur Verfügung haben, von 2006 an, reden wir einfach mal über die Modelle. Das ist doch selten, dass hier von 2006, 2008, 2012, 2016 alles vor der Tür steht. Oder? Mit was sollen wir anfangen, Rento? Mit dem Schönsten. Den Ältesten? Ja. Ich dachte, der wollte dann bei. Okay, pass mal auf. Das Ding ist übrigens for sale. Und damit habe ich aber nichts zu tun, weil das gehört so, das Auto ist aus Griechenland. Das ist so einer, der handelt hier so in Griechenland. Holt die aus Griechenland, importiert die. Und damals war ich auch so richtig skeptisch. Ey, hör mir mit den griechischen Buden auf, ja. Die sind alle 40.000 Kilometer zurückgedreht, 140.000. Und die haben grundsätzlich immer Folie rundherum, ne? Das ist ganz lustig. Sind 12-mal lackiert. Aber dann habe ich irgendwann mal so ein Auto gekauft. War gut. Ja, der hatte 100.000 Kilometer zurückgedreht, aber der war gut. Der war von der Substanz gut. Die haben keinen Rost, nichts, weißt du? Und sind immer Linkslenker gut. Dann haben die Leute meistens ein wildes Tuning. Ach du Scheiße. Weißt du, was du dafür bezahlst, wenn du das bei uns bauen lässt? So? Das hab ich schon gar nicht gesehen. Oh, Schlüssel dazu. Verchromt, sogar verchromt hier. Also die Griechen sind richtige. Oh, Scheiße. Fuck. Weg. Film mal. Die Griechen sind richtig bekloppte Autotuner. Die machen dann auch teilweise alles gar nicht so schlecht. Alles immer mit zu viel Ladedruck. Die drehen immer Ladedruck bis zum geht nicht mehr. Ne? Alter, dieses Ding, ne? Wir müssen mal gucken. Der steht hier, weil er nicht anspringt, ja? Müssen wir eigentlich, sagen wir mal, gucken, Alter? Lass mal erstmal gucken. Also, hat eine krasse AMS-Ansaugbrücke, die ich noch nie so in Action gesehen habe. Passt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht.
weiß nicht, dass die, ob die so gut ist, weil das Volumen, was wir hier in der Ansaugbrücke haben, ist zu gering. Das bedeutet, die Ansaugbrücke geht auf und zu und in dem Moment hat der Motor direkt, der hat kein Restströmungsvolumen, was hier so, aber ist egal, ich bin kein, oder vielleicht doch, ist egal. So, Motorblock hat keinen Spruch, noch kann man nicht aufs Pleuel gucken. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht gebaut aus, Alter. Guck mal, die können sogar Kunststoff verchromen in Griechenland. Der ist eigentlich hier und der springt nicht an. Guck mal, das Limited Edition 2007. Also, das ist der sogenannte Hawkeye. Kostet denn sowas? Also, das Ding ist natürlich eine andere Nummer, ne? Also, wenn ich das so sehe, das Ding muss 500-600 PS haben, ja? Guck mal, Fahrwerk, alles drin, Alter. Ja. Hat der auch Semis drauf? Nee. Ich frag mich, D2-Bremsanlage drauf? Tschech! Ey, Tschech, Gianni, was kostet der Hawkeye? 50. Nein, nein, sag mal. Ich mache gerade ein YouTube-Video über die diversen Modelle und wenn einer das Ding haben will, dann sag ich den, sagst du den jetzt einen Preis, den paar Zuschauern, die gerade zuhören. Guck mal. Der hat kein Stempel, nix, ne? Was meinst du damit? Hat der TÜV? Der hat deutsche Papiere, aber TÜV müsste abgelaufen sein. Aber war der schon mal zugelassen? Der wurde durch einen Zulassungsdienst zugelassen. Ja. Natürlich hat er keine Abnahme gekriegt, ne, über den TÜV, also die Sachen. Ja, komm, wenn einer kommt, der nimmt das Ding so, wie er hier steht, ja, was willst du, was gibst du, komm. Habe ich irgendwas in der, bin ich in einem anderen Zeitalter? Diese Autos haben damals 15.000 Euro gekostet. Sagen wir mal, so eine 4 muss vorne stehen, ja? Es könnte auch eine 4 vorne stehen, ja. Ein sauberes Auto und auch alles. Alles original. Ich kann dir mal die Liste schicken. Alter, ich brauche keine Liste. Mir reicht ein Blick. Ich weiß alles, was hier ist, innerhalb von einer Sekunde. Okay, pass auf. Ich muss, mach mal ein Video weiter. Das Ding soll deutlich über 45.000 Euro kosten, ja? Ja. So wie er da steht, ohne dass du was machst. Mit deutschen Papieren. Mit deutschen Papieren, aber keine Abnahme. Keine Abnahme, ja. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, Janni, ich mach weiter. Ich schick dir jetzt mal trotzdem die Liste, ja? Schick mir mal die Liste, ich knall die da mal ins Netz. Alles klar. Ciao. Ciao, mein Lieber. Alter, in welcher Zeit leben wir denn? Ich meine ernst, ich war mit Arbeiten beschäftigt die letzten 10 Jahre gefühlt. Pass mal auf. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich hätte das gern so gebaut, kostet das echt viel Geld. Der hat wahrscheinlich Closed-Deck-Motor und hat Schmiedekolben, Pleuel, alles vom Feinsten. Wird er haben. Aber ich hätte hier gedacht, dass hier, keine Ahnung, eine 31.000, 32.000 steht. Aber das Auto ist das natürlich, wenn du das selber haben willst, so in dem Zustand ist es das wert. Weil du kriegst die nicht mehr so. Guck dir das mal an, wie das hier innen aussieht. Ne? Das ist sehr gepflegt. Hier ist ein Lenkrad sogar gemacht. So, dann hast du natürlich hier von Grund auf einen sauberen Hawkeye, der hier gut steht. Wie sieht die Karosse von unten aus? Ja, wie man das eigentlich gefühlt gewohnt ist. Das ist ja... Die Dinger da unten haben nie irgendwie einen Tropfen Wasser gesehen, ne? Ja, und wenn das Ding abgestimmt ist, hat das Ding 500-600 PS, Alter. Aber musst du halt Bock haben, ne? Trotzdem bin ich geschockt. Ich dachte, 50, das ist nämlich so verarscht, weißt du? Ja, aber sieht schon wild aus unter der Haube. Ja, ja, also. Ist das wild. Können wir ja gleich mal einen Post hier machen auf Instagram. Habe ich gemacht, sorry. So, alles klar. Wir reden jetzt hier, weißt du Bescheid. Ich sag mal so, ich würde behaupten, wenn der jetzt mal nicht so ein wildes Tuning hätte, wo so viel Geld reingekommen ist, wird das Auto so kosten irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Vielleicht auch 32. So, nächsten Kollegen kennt man. Mein Auto. Das war den Hawkeye, wo wir, nennt sich Hawkeye, das ist der Hatchback, der wurde gebaut von 2008 bis 2010. 11, 12, irgendwie so, ja, 2008 bis 12, glaube ich, weil dann kam der. Der ist bereits mit einem EJ25 Dual AVCS, Einlass- wie Auslassseitig, gemacht worden. Sonst ist der ziemlich baugleich zu dem EJ25 hier, allerdings hat der Single AVCS, Einlassseitig, nur Nockenwellen. Ne? So, sehr gutes Auto, weil
Radstand ist besser, breiter und auch besonders breiter, hat ein deutlich besseres Fahrwerk als das Modell. Das Modell ist aber deutlich leichter, verstehst du? Du hast da ein paar Kilo weniger. Sonst gleiches Getriebe, Achsen etc. besser bei dem. Lenkung schlecht, Lenkung anfällig. Lenkung wird undicht, kaputt, 3000 Euro, ciao. Kannst du dann upgraden. Das Auto hier ist im Prinzip genau der gleiche Scheiß wie der hier. Nur, dass die sich gedacht haben, ey Bruder, lass mal hier noch weitermachen. Wir müssen mal wieder Spoiler machen, weil hier kein Spoiler, Hatchback so genannt. Lass mal wieder so machen. Das ist exakt sonst alles gleich. Die haben sich für die Türen, kannst du wahrscheinlich 1:1 so umbauen. Weißt du, was ich meine? Glaube ich. So, ab da haben sie sich gedacht, krass. Und was sie sich schon immer gedacht haben, lass mal LKW-Tankdeckel nutzen. Guck dir mal bitte, was das für ein Tankdeckel, wie groß das ist. Reicht eigentlich so. Ja, aber das hatten die schon immer. So. Auch gleicher Motor, EO257, Dual AVCS, 6-Gang-Getriebe. Alles gleich. Plug and play. Dann haben sie den Kollegen hier rausgebracht. Stellt euch vor, gleicher Motor, EO25 Dual AVCS. Das ist echt krass, wenn du überlegst, dass die wirklich an dem Motor von 2006 an festgehalten haben. Und immer Probleme hatten von Kopf. Und die haben es nicht geändert. Doch, die haben geändert. Die haben dann andere Stehbolz, andere Kopfschrauben verwendet, die angeblich alles besser machen sollen und so. Hat trotzdem nicht funktioniert. Die haben eiskalt durchgezogen. Wir wollen Werkstattumsatz generieren. Seit 2006 an bis 2000 und, ja, ich glaube, der kam 2014 raus. Bis 2018. Musst du googeln. Ich glaube, 18. Warte mal, oder 2000, doch ich glaube 2018 war die Final Edition. Die Final Edition war, wurde dann rausgebracht, dann war Feierabend. Ja, das Auto soll dann ein bisschen bessere Fahrwerk und knackigere Lenkung bekommen haben, eine größere Bremsanlage, weil das Auto natürlich wieder 10 Tonnen schwerer wurde und ist aber sonst alles das Gleiche. Ne? Hier ist deutlich mehr Elektronik drin mittlerweile, aber motortechnisch, was uns interessiert, ist das, ja, alles gleich. Schon lustig, oder? Ist das bei Volvo auch so? Mhm. Überleg mal. Du fängst von 2006 bis 2018. Das ist ja so, als wenn wann wurde denn der erste 1.9er TDI gebaut? Obwohl, an dem haben sie auch ewig festgehalten. Ne? War ja auch ein guter Motor. Hm. Ja. Nee, das ist so. Ja, mein Lieblingsmodell steht leider nicht hier. Mein Lieblingsmodell ist von 2003. Da war noch der 2 Liter drin. Oder 2004 eigentlich, oder das beste Modell wäre das 2005er. Erkennt ihr daran, der sah eigentlich so ähnlich aus wie der, nur dass der nicht diese Formel 1 Schnauze hatte. Aber der 2005er war 2 Liter, aber hatte schon dieses White Track. Das erkennst du hier. Dann hat der nämlich ein bisschen andere Achse drin gehabt. Ein bisschen besser. So. Dann holt ihr euch das aus Japan, also Spec C oder so. Dann habt ihr eigentlich das Nonplusultra. Geht eigentlich erstmal bis 400 PS nicht groß kaputt. Irgendwann haben die alle Lagerschaden, kann man nichts dran ändern. Ja, sonst eigentlich coole Autos. Ja, und dann haben sie sich gedacht, bauen wir doch ein BRZ. Ah ja, pass auf, die haben jetzt übrigens das neue Modell rausgebracht. Da können wir mal Dr. Google anrufen. Und wenn du denkst, sie können es eigentlich nicht schlimmer machen, so nach dem Motto, ey, ER25 ist ja jetzt langweilig. Die wissen jetzt alle, wie man das irgendwie standhaft baut, so, wie man das repariert bekommt. Lass uns was Neues bauen. Was haben die gebaut? FA24DIT. Das ist, wenn du meinst, dass der schlimm ist, der BAZ-Motor, was so Schrauben und alles Mögliche angeht. Ich glaube, es ist erstmal nur als WRX rausgekommen, 2023. Auto ist so hässlich, Alter. Ja, irgendwie. So sieht er, glaube ich, aus, als WRX. Oh. Oh. Mit so Country-Style-Verbreiterung hier. Ne? Und FA24DIT wird, glaube ich, in Deutschland nie zugelassen, weil es irgendwie nicht korrekte Abgasnorm. Ne? Ist ganz katastrophal. Sieht aus wie so ein BAZ-Motor. So, das ist BAZ, warte mal. So, das ist dieser FA24DET, einmal in einem Glasgehäuse. Da hat den Turbolader hier vorne so sitzen. Du hast x-tausend Schrauben und Kette und ganz unangenehm Schrauberfreundlichkeit. Und
Alles Kunststoff und so, Ladedruck direkt, Sprengung kaputt, irgendwelche ganz filigranen Hochdruckpumpenelemente mit Nockenwellensteuerung hier vorne, ist, glaube ich, nicht so cool. Ich weiß gar nicht, was hat der an Leistung? Da, das ist der, aber das ist nicht der DF, das ist der FA20, hier. Der, ja doch, richtig. Increase, bla bla bla, bla. Bla 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 bla, genau. 275 PS hat der. Hä? Der hat ja schon, der E25-7, der hat ja schon 300 PS Serie. Und als WRX hatte der 230 PS. Naja, egal. Ist nicht unser Bier und ist auch nicht mal unser Problem, weil das Ding wird in Deutschland eh nicht zugelassen. Können die Amis sich mit boxen. Das war eine kleine Exkursion zu den diversen Subaru-Modellen.